small. Watch the clock ticking off the wall. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Schwangerschaftsupdate von mir. Und zwar jetzt schon zur 37. Schwangerschaftswoche. Und im letzten Video waren nicht wirklich Fragen dabei, die ich jetzt hätte unbedingt hier im Video beantworten hätte müssen. Deswegen gibt es da heute nichts. Ich habe die so beantwortet, also schriftlich dann zu den Kommentaren. Also könnt ihr da gerne mal unterm letzten Schwangerschaftsupdate vorbeischauen, für die, die es interessiert. Somit starte ich direkt mit den Zahlen, Daten und Fakten. Und zwar mit meinem Gewicht. An 37 plus 0 war ich bei 63,5 Kilo. Das heißt, ich habe jetzt 11,8 Kilogramm zuvor der Schwangerschaft zugenommen. Ist ganz ordentlich, aber alles noch im grünen Bereich. Mein Bauchumfang, der macht mir hingegen ein bisschen Sorgen, muss ich jetzt langsam doch gestehen. Denn, also ich habe heute gemessen, wir sind heute genau eben am Tag des Wochenwechsels in die 38. Schwangerschaftswoche und mein Bauch ist halt zu letzter Woche wieder nicht gewachsen. Also seit 2 Wochen ist er nicht größer geworden und irgendwie beunruhigt es mich jetzt dann doch. Ja, ich habe jetzt am Montag, also morgen auf jeden Fall, in der Geburtsklinik, die dann in Frage kommen würde, wenn es die Klinik sein soll, also sprich Plan C zum Tragen kommt, habe ich einen Vorstellungsgespräch oder Vorstellungstermin zur Geburt eben oder wie man das nennt. Und da wird dann voraussichtlich nochmal geschaltet. Das hätte eben gerne der Arzt vom Pränatalzentrum gehabt. Und ich denke, das machen sie dann auch. Auch wenn sie mich jetzt zwischen Reihen klemmen. Also wirklich Platz hatten sie nicht mehr wirklich so termintechnisch. Also mal gucken, wie lange wir morgen warten müssen. Wir nehmen viel Spielzeug mit. Auf jeden Fall hoffe ich, dass da bei rauskommt, dass das Kind auf jeden Fall gewachsen ist, schwerer geworden ist. Weil sonst sehe ich die Chance schwinden, dann doch irgendwie im Geburtshaus oder sogar zu Hause zu entbinden. Ja, wie ihr seht, meine Stimmung ist da ein wenig gedämpft im Moment. Ja, ich versuche natürlich positiv zu denken, aber im Moment fällt es mir etwas schwer. Ja, ich sehe mich halt einfach schon gerade wieder, dass ich eingeleitet werde und das wäre für mich, boah, das wäre schlimm. Also das finde ich gar nicht schön. Das finde ich ganz schlimm. Ich versuche, mich wieder positiv zu stimmen. Vielleicht hat der eine oder andere ja positive Worte für mich, die mich aufbauen. Also nur her damit. Ja, was kann ich euch sonst noch erzählen? Also am Montag hatte ich gleich ziemliche Wassereinlagerungen. Die hatte ich dann auch am Mittwoch, aber da war ich allerdings abends dann im Kino. Da saß ich dann 2 Stunden still und hatte hinterher richtig Wasser auch in den Händen. Am Montag hatte ich es dann ganz arg, vor allem in den Füßen. Also da blende ich euch am besten auch mal gleich ein Foto ein. Das habe ich nämlich mal festgehalten. Sowas hatte ich nämlich noch nie. Also mein Fuß ist jetzt nicht wirklich ein Elefantenfuß oder so. Aber so hatte ich das halt noch nie. Vor allem diese Abdrücke, die waren 2 Stunden später immer noch da, nachdem ich die Socken ausgezogen hatte. Das hatte ich so noch nie. Vor allem sind das jetzt keine Socken gewesen, die besonders fest waren. Ne? Vom Bündchen her. Dann habe ich in der Woche meine Kliniktasche gepackt, ne, für den Fall der Fälle. Beziehungsweise sind ja auch Sachen drin, die ich eben dann mit ins Geburtshaus nehmen möchte, falls das zum Tragen kommt. Und das habe ich ja auch mitgefilmt und das Video ist auch schon online. Also das könnt ihr gerne mal gucken. Ich werde das auf jeden Fall hier bei dem i, wo auch immer das ist, ich glaube hier, werde ich das euch verlinken. Und wenn ich dran denke, auch in der Videobeschreibung, dass ihr das auf alle Fälle dann findet. Ich hatte in der Woche auch wieder eine Fußreflexzonenmassage. Immer eine tolle Sache und ich kann das nur empfehlen, nehmt das in Anspruch. Auch wenn ihr nicht unbedingt jetzt Beschwerden habt mit dem Rücken oder so. Also es ist eine feine, tolle Sache und kann es nur weiterempfehlen. Nehmt das auf alle Fälle mit, wenn das eure Hebamme anbietet. Am Donnerstag hatten wir dann einen Termin im Geburtshaus. Zum einen eben zur Vorsorge. Da ich ja meine Vorsorge im Wechsel mache, also sprich alle 4 Wochen, in dem Fall bei meiner Frauenärztin und alle 4 Wochen dann jetzt bei meiner Hebamme, sodass ich alle 14 Tage trotz allem ja eine Vorsorge habe, wie das eben ab der 30. Schwangerschaftswoche der Fall ist. Genau, da hat sie dann eben die Urinprobe abgenommen, Körpergewicht, Blutdruck gemessen, alles im grünen Bereich. Dann haben wir ein CTG geschrieben, da war das Kind dann auch ab der Hälfte ungefähr aktiv. Wehen weiß ich jetzt gar nicht, ob welche drauf waren. Sie hat nichts dazu gesagt, also ich vermute nicht. Dann haben wir noch eine Akupunktur gemacht und zwar die allererste. Da wurden 3 Nadeln gesetzt, aber ich kann mich daran erinnern, dass es
bei der Akupunktur in der Schwangerschaft mit Jonas 5 Nadeln waren, wobei da hatte ich auch nur eine und zwar am Tag vor Einleitungsbeginn. Das war eine ganz spontane Sache und da waren es 5 Nadeln. Ja, vielleicht steigert sich das noch, je näher es dann auf den Entbindungstermin rückt, dass man dann mehr Nadeln setzt. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es ja auch gar nicht gefragt. Das habe ich dann vergessen. Das werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Oder ich sehe es dann beim nächsten Akupunkturtermin. Den habe ich dann am Dienstag nächste Woche. Bei dem Hebammentermin haben wir dann auch noch einiges besprochen. Also vorab hat sie mir hier noch so eine Übersicht eben mitgegeben. Da steht alles so drauf für die Vorbereitung für die Geburtshausgeburt, was man im Vorfeld eben macht, dann für die Gebärende, für das Baby, allgemeines für zu Hause nach der Geburt und so weiter und so fort. Genau, das haben wir durchgesprochen und dann natürlich ganz wichtig, den Behandlungsvertrag über Geburtshilfe zur Geburt. Das ist dann ein ziemlicher Bogen. Da wird dann einiges eben durchgesprochen, beziehungsweise da ist dann hier dieser Aufklärungsbogen mit dabei. Aufklärungsbogen und Einwilligungserklärung heißt es. Genau, soll ich da ein bisschen was zu erzählen? Da werden halt unterschiedliche Punkte eben durchgegangen, wie jetzt hier zum Beispiel Betreuung und Behandlung bei der Geburt. Dann Punkt 2 ist hier das Thema Verlegung, falls irgendwas sein sollte, wann das gemacht wird, wie das gemacht wird, in welche Klinik und so weiter und so fort. Dann Punkt 3 nach der Geburt, eben hier Prophylaxen, die Mutter betreffen, also mich oder eben das Kind. Da werden halt gewisse Punkte einfach zur Absicherung für beide Seiten irgendwo auch geklärt. Und am Freitag hatten wir dann auch noch das Babybauch-Shooting, also Fotoshooting. Das haben wir wieder bei Studio Line gemacht. Ich bin dieses Mal deutlich zufriedener da rausgelaufen als beim ersten Mal. Also sprich, in der Schwangerschaft mit Jonas waren wir ja dort schon zum Babybauch-Shooting. Die Bilderergebnisse sind deutlich besser, schöner, zufriedenstellender. Und die das jetzt gemacht hat, die bearbeitet eben gewisse Dinge auch noch nach. Das konnte die wohl vom letzten Mal nicht. Wir haben auch ein Bild bisher mitbekommen. Normalerweise kann man die auch direkt alle mitnehmen, aber wir waren sehr spät vom Termin erst dort. Und dann habe ich mir gedacht, lasse ich ihr lieber die Zeit, dass sie die Fotos eben entsprechend noch bearbeiten kann. Und dann hole ich die eben nächste Woche ab. Aber eins haben wir eben schon bekommen und das eben sogar jetzt eingerahmt. Das haben sie ganz neu. Das ist dann dieses Bild hier geworden. Da hat Jonas dann dieses süße Ultraschallbild auch in der Hand und wir so im Hintergrund. Wobei ich da so ein bisschen ein Turtle-Kinn habe, aber gut. Ja, es ist jetzt kein Bild, das ich mir von den 120 ausgesucht hatte. Sprich, das hatte ich dann schon in der ersten Selektion aussortiert. Aber die haben dann halt vorweg, bevor wir eben die Bilder gesehen haben, schon quasi dieses eine eben ausgedruckt, also selbst ausgewählt, weil sie das für besonders schön eben empfunden haben. Ja, aber das haben wir dann auch mitgenommen. Wir hätten auch ein anderes noch bekommen, aber Matthias hat das sehr, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich gesagt, komm, okay, wollen wir das mal nicht entsorgen. Wir nehmen das dann mit. Ich hätte das Shooting aber dort allerdings nicht mehr gemacht, wenn ich keinen Gutschein gehabt hätte, denn ich habe hier auf YouTube tatsächlich einen Wertgutschein eben gewonnen und ja, hätte ich den nicht gehabt, wäre ich da nicht hingegangen. Nicht nochmal. Aber es hat sich herausgestellt, dass wir da vielleicht einfach ein bisschen Pech hatten oder die war neu in ihrem Job und hat sich vielleicht nicht so, war noch nicht so routiniert wie auch immer, aber diesmal war das wirklich in Ordnung und ja. Und wir haben jetzt 35 Bilder, das ist eine ganze Menge. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, nur 17 ausgesucht. Wobei ich da hätte noch einige noch wegstreichen können. Und diesmal war es dann schon schwieriger mit dem Rausstreichen und sagen, das gefällt mir eigentlich nicht so. Und ich nehme es jetzt nur, weil ich eine gewisse Erinnerung eben dann auf Foto habe. Und ja, langer Rede, kurzer Sinn. Wie ihr seht, die Woche war auf jeden Fall ziemlich vollgepackt, aber sie ist noch nicht zu Ende. Denn wir hatten am Samstag gleich noch um 9 was für uns eine sportliche Zeit ist mit Jonas, der ist ja eher immer so der Langschläfer, hatten wir dann erst noch eine Hausbesichtigung. Das hat sich jetzt aber leider nicht so als positiv herausgestellt. Also das kommt für uns leider nicht in Frage. Also wer hier im Raum Nürnberg echt einen Tipp hat für ein nettes Häuschen, bevorzugt ein Familienhaus oder eben eine Doppelhaushälfte mit ein bisschen Grundstück,
dann nur her mit den Tipps. Also das ist echt super, super schwer, da was zu bekommen, was schön ist und auch nicht so extrem überteuert ist. Ja, und dann hatten wir danach direkt, nachdem wir Jonas das erste Mal dann abgegeben haben, zum Betreuen zu lassen, bei Freunden eben, die eben auch eine etwas ältere Tochter haben, als Jonas ist. Und das hat super gut funktioniert, also genial. Also der war da gleich im Spielfieber, hat die Freundin quasi an der Hand genommen und mit in ihr Spielbereich gezogen. Also eigentlich ist es ja normalerweise andersrum. Also war total süß. Und wir waren dann so ungefähr 3 Stunden weg und hat prima gut funktioniert. Also echt toll. Ja, auf jeden Fall waren wir in der Zeit dann beim Geburtsvorbereitungskurs, der eben dann mit Partner stattfindet. Deswegen war das speziell auch dann ein Samstag, dass auch alle Männer können. War eine ganz amüsante Runde. Die Männer sind da einfach nochmal ein bisschen eingeführt worden in die Thematik der Geburt. Und hier und da war das echt lustig, muss ich sagen. Sie macht das auch wirklich ganz toll, muss ich sagen. Ja. Genau, das war unsere Woche, meine Woche, was die Schwangerschaft angeht. Sie war ziemlich vollgepackt, war auch sehr anstrengend. Die nächste wird auch nochmal recht anstrengend. Da habe ich auch jeden Tag mindestens 1 bis 2 Termine. Und danach ist Schluss. Ja, dann bin ich bei 38,0 und dann mache ich nichts mehr. Das verspreche ich euch. Ja, da muss nur noch das Kind eben entsprechend wachsen. Was sich am Morgen herausstellt, ob es das tut oder nicht, bin ich doch ziemlich aufgeregt. Aber wir werden sehen. Ja, genau. Das soll es gewesen sein für das Schwangerschaftsupdate. Wird wahrscheinlich dann hoffentlich auch mal jetzt ein etwas kürzeres Update sein. Und wenn ich es nicht unnötig in die Länge ziehen will, zeige ich euch jetzt noch meinen Schwangerschaftsbauch bei 37+0 heute ganz genau. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht es gut und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for.